bist von der Hopferei Hertrich aus Feucht bei Nürnberg. Genau, Feucht bei Nürnberg. Genau, und du bist ja so den klassischen Craft-Beweg eigentlich gegangen. Du hast, glaube ich, 2012 hast du mit der Braueule klassisch als Hobbybrauer begonnen. Aber wie bist du denn dann wirklich zu der Marke gekommen? Oder was war dann so die Intention, wo du gesagt hast, oder der Zündfunke, dass du sagst, ich muss jetzt mein Bier verkaufen? Ja, ich habe eigentlich nie gesagt, ich muss mein Bier verkaufen. Es gab halt im Bekannten, im Freundeskreis, ne, und auch meine Jungs, die ja auch beide im Biergeschäft sind. Also deine Söhne. Die Söhne, genau. Die haben dann irgendwann auch mal gesagt, ne, Mensch, magst du dein Bier nicht verkaufen? Ich habe gesagt, das geht ja nicht. Ne, da sind ja so viele Auflagen zu erfüllen. Und nachdem ich mich so ungefähr 60 bis 80 Bierstile, ne, durchgebraut hatte, haben wir uns dann überlegt, ne, können wir vielleicht dann doch mal irgendwo anfragen, und sind dann zum Brauhaus Bingert gekommen, nach Breiten-Güßbach, wo da nach unseren Rezepten gebraut wird. Also du bist jetzt auch ein Gypsy-Brauer, kann man sagen. Ich bin ein Gypsy-Brauer. Also heißt, du hast noch keine eigene Brauerei, ist wahrscheinlich Nein. das Ziel irgendwann, oder? Ja. Und brauchst quasi in einer Brauerei, die freie Kapazitäten hat. Genau. Und jetzt hast du uns ja hier den Weißen Hai mitgebracht, und Weißer Hai ist ja schon erstmal so ein bisschen angsteinflößend, sag ich mal. Ja, der soll auch zubeißen mit seinen 6,8%. Ja. Aber was ist das Besondere an eurem Weizenbock? Es ist so, wir haben ja begonnen mit Schokobär und unserem Stout, dann hat man IPA, den Hopfentiger, gemacht, und dann wollte ich irgendwie mal auch einen deutschen Bierstil machen, aber den natürlich dann auch unter Craft-Bedingungen. Das heißt, der ist kalt gehopft, und zwar aber auch dann nur mit deutschen Hopfen. Das heißt, wir haben verwendet den Hallertauer Mittelfrüh und den Hallertauer Komet, und der Hallertauer Komet ist dann auch derjenige, mit dem kalt gehopft wurde. Und der bringt eben auch schöne Noten mit, ne, in, also bärig, so ein bisschen in Richtung Blaubeeren. Dazu haben wir eine schöne Hefe verwendet, ne, die dann so ein bisschen was Bananiges, werden wir gleich sehen, ne, mitbringt. Ne, und ja, lässt sich ganz gut trinken. Ja, du kannst das schon mal aufmachen, würde ich sagen. Werden wir doch mal gleich machen. Gucken wir uns den Hai mal an, ob er wirklich beißt. Ja, ihr habt ja in allen euren Bieren eigentlich so Tiernamen. Wie kommst du denn dazu? Naja, das schlägt sich in unserem Namen nieder, weil die Marke heißt ja eigentlich Veto. Mhm. Als Brauereinamen in Anführungsstrichen, weil wir haben ja keine Brauerei, haben wir dann gesagt, dann nennen wir uns Hopferei, weil wir gerne mit dem Hopfen spielen. Ja. Es kommt eigentlich von der Werbung des Tiergartens Nürnberg. Da war nämlich dann, stand irgendwo drauf, Biergarten, geh doch mal in den Biergarten, da war das B durchgestrichen und Tiergarten. Und das war der Auslöser für dieses ganze Veto gegen Massenbierhaltung. Okay. Und du glaubst nicht, wie oft wir bei Festivals gefragt werden, was wir denn gegen die Massentierhaltung tun. Und dann sage ich zu den Leuten, lest es einfach nochmal. Ach so. Die Massenbierhaltung steht da nämlich drauf. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Alles läuft ja schon mal super ins Glas. Sieht ja klasse aus. Und ja, setzt ihr aber dann auf regionale Rohstoffe? Also ja, Komet ist ja, kommt ja auch aus Deutschland. Danke. Ja, wir haben natürlich dann auch, nachdem wir in Breiten-Güßbach brauen, die Nähe zu Bamberg, da gibt es Melzereien, da nehmen wir eben auch das Malz her. Ja. Wir haben einen Weizenanteil von 55% hier drin und arbeiten dann aber auch mit Pilsner. Ich wollte es nicht ganz so mastig süß als Bock machen, ja, sondern ein bisschen einen schlankeren. Aber es sieht von der Optik sieht es eigentlich schon sehr gehaltvoll aus, sag ich mal. Aber riechen wir, probieren wir mal, oder? Prost rein. Zum Wohl. Oh ja. Da hast du nicht zu viel versprochen. Wow, ist wahnsinnig cremig im Mund. Also es hat so ein richtig schönes, cremiges, aber samt weiches Mundgefühl, finde ich. Du schmeckst auch noch so ein bisschen das Grüne vom Hopfen. Also ist wahrscheinlich auch relativ frisch, das Bier, oder? Ist es. Vermute ja. ich mal. Also relativ frisch. Ja. Du merkst so das Grüne. Ja. Aber dieses, was du gesagt hast, dieses Beerige ist auch da. Und es ist ein bisschen Zitrusfrucht auch noch mit drin, finde ich. Also wir haben den Sud extra jetzt für die Aktion auch eingebraut. Ja. Und nicht jeder Sud, ne, das weiß man bei den Craft-Brauern, wird wieder der vorgehende. Und ich muss auch sagen, der ist wirklich sehr schön rund geworden. Sehr schön, wie du sagst, auch cremig. Ja, ich trinke es sehr gern. Es ist übrigens privat zu Hause unser Lieblingsbier. Echt? Von all unseren Sorten ist das unser Lieblingsbier. Weil es passt fast zu jedem Essen. Und nachdem es auch so ein bisschen fruchtig ist, kann man es auch im Sommer gut trinken. Bei 6,8% muss man natürlich dann irgendwann mal Stopp sagen. Aber so ein schöner würziger Käse, den könnte ich mir jetzt auch gut dazu vorstellen, ehrlich gesagt. Aber Komet habe ich jetzt, glaube ich, Quatsch erzählt, ist gar nicht aus Deutschland, der Hopfen. Doch, der ist ein Hallertauer Komet. Ach so, okay. Ah ja, stimmt, aber den gibt es in den USA. Den gibt es in den USA auch, ja, aber wir haben extra den deutschen genommen. Stimmt.
Nee, super. Also wie gesagt, jetzt ein schöner Käse dazu. Finde ich klasse. Wie viel Hektoliter macht ihr denn inzwischen? Ja, wir sind, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Jahr durch Corona auch ein bisschen runtergefallen. Wir sind ziemlich klein. Wenn ich jetzt sage, wir machen 200 Hektoliter, dann lachen viele. Ja. Aber wo kann man es kaufen? Also ist ja dann echt fast eine Rarität, kann man sagen. Im gut sortierten Kraftbierladen ist es auf jeden Fall erhältlich. Klasse, nee, ist ein super Bier, wie gesagt, wirklich toll. Das freut mich. Trinke ich jetzt gerne aus. Danke dir, Ralf. Dankeschön, Mareike. Sehr zum Wohl.